Für manche sind sie Flugratten oder Krankheitsüberträger. Doch für Christiane Lotz aus Rödermark sind sie vorübergehend ein Teil der Familie. Lenny, Karl, Mo und Homer. Vier Taubenbabys hat die Tierfreundin aufgenommen im Wohnzimmer. Über meine Kinder, die haben sie quasi von einem Züchter in die Hand gedrückt bekommen, ob sie sie haben wollen. Und so sind sie hier gelandet. Die Tauben sind ein Nebenprodukt des Züchters. Die Elterntauben haben verkürzte Schnäbel und können ihren Nachwuchs nicht füttern. Die Babys kommen dann zu anderen Taubenmüttern. Doch was, wenn es zu viele sind? Ja, da will ich nicht drüber nachdenken. Ich glaube, da wären sie vielleicht nicht mehr da. Die Begeisterung der 52-jährigen Christiane ist am Anfang nicht so dolle, aber... Ich habe sie gesehen und dann habe ich mein Herz verloren. Die waren so klein und so bedürftig. 5 bis 6 Wochen sind die Kleinen nun. Doch Taubenhaltung im Wohnzimmer, was fressen die denn überhaupt? Die Tauben haben einen wunderbar mit Liebe angerichteten, sehr einfachen Haferschleim bekommen. Mit unserem persönlich privaten Silberlöffelchen. Man gibt eigentlich nur Haferbrei und kriegt so viel zurück. Es ist riesig, riesig, riesig. Und dann gibt's ja noch das Tauben-Schiss-Problem. Es wird eine Toilette auf einem Kissen eingerichtet und siehe da. Die waren fast stubenrein. Ja? Wir haben die gefüttert, aufs Kissen gesetzt, dann haben die Düfti gemacht. Das war grandios. Beschäftigung haben die Vögel genug. Fernsehen finden sie spannend, sagt Christiane. Es flimmert und bewegt sich, da schauen sie gerne zu. Oder auch nicht. Den Kindern Leto und Roxana waren die neuen Mitbewohner zuerst nicht ganz geheuer. Also am Anfang muss man sich schon dran gewöhnen, weil am Anfang waren sie auch eher lauter und haben rumgepiepst, weil sie halt Hunger hatten. Aber jetzt können sie auch selber picken und da ist es eher nicht mehr so ein Problem. Doch bald heißt es Abschied nehmen, zumindest aus dem Wohnzimmer. Die Tauben werden dann zuerst in Christianes Hühnerstall umziehen. Ich finde es eigentlich nicht so schade, weil sie sind ja immer noch bei uns dann und wir können sie ja immer noch sehen. Sollten die Tauben dann aber endgültig in die Lüfte steigen? Christiane Lotz wäre schon traurig. Wir hängen sehr an ihnen. Und das wäre für uns, glaube ich, wenn sie jetzt einfach auf Nimmerwiedersehen verschwinden würden. Ich will es doch, es würde uns das Herz brechen.